lasst uns herausfinden, was hier oben ist. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Sag ich's auch, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Und wir sehen heute, was hier oben ist. Meine Einleitungen werden auch immer origineller, sag ich euch. Ach so, hier oben ist gar nichts, sondern nur von oben ein Sprung. Da drauf, wo der aber magnetisch angezogen wird. Unglaublich. Hier ist nichts. Fängt es jetzt etwa wieder an zu laggen? Das fände ich nicht so gut. Das ist immer bei der zweiten Folge. Es ist schön, es ist einfach schön. Nee, wobei, es geht. Ich sag mal lieber nichts zu laut, nicht, dass es dann wirklich anfängt und... Ja, das wäre nicht so gut. So, hier rüber. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder kämpfen. Muss ich aber. Viel Spaß. Viel Spaß bei Endlos und Parks. Dankeschön. Komm, schießen wir ihm die Eier weg. Ja, ich darf hier so gemein sein. Wir sind in einem Spiel ab 18, da darf man das. Ach, da ist noch jemand. Hallo, wie geht's? Alles klar? Alles gut jetzt nicht mehr, hoffentlich. Wie gesagt, wir sind im Spiel ab 18. Und wenn euch dieser Ton nicht passt, dann ist mir das egal, weil wir sind in ab... Wir sind schon ab 10. Genau, wir sind in einem Spiel ab 18, da darf man das. Vulgäre Wörter sind erlaubt. Außer in den Kommentaren, denn dann... Weil die Kommentare kann ja jeder lesen. Das Spiel theoretisch dürfte nicht jeder sehen. Aber daran hält sich eh keiner. Ich bin ehrlich, ich halte mich auch nicht dran. Ja, Lara muss nachladen. Okay. Bergungsgut. Haben wir einfach aus dem rausgekritzelt. Können wir da hinspringen? Ich traue dem nicht. Achso, wir können hier aber hoch. Also, dem traue ich dann wieder doch. Gibt es sonst noch einen Weg vielleicht irgendwie? Nee. Irgendwie nicht. Nee. Dann gehen wir hier hoch. Dann klappt das nämlich auch alles. Es ist schön, schön, wenn es so flüssig läuft. Das Kämpfen war jetzt auch einfacher als erwartet. Ich sag lieber nichts so laut, weil am Ende kommt dann hier wieder der Ober-Haiglu, wo man einfach nicht weiß, wo hinten und vorne ist und wo man nichts mehr hinkriegt, außer sterben. Und das passiert ja bei mir relativ oft. Was scheiße für Lara wäre, wenn sie ihren Haken dort verhakt hat und bei dem Seilspringen den Haken nicht rauskriegt. Was macht die dann? Ich meine, dann verreckt die doch. Das wäre nicht so gut, nee. Also oft wie die hier Seil läuft, dass das nicht einmal passiert ist, ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ist ein Spiel, ist ein Spiel. Ist alles sehr knapp und der Tod war jetzt sehr tragisch. In Real wäre sie bestimmt mitgestorben. Da wäre das alles nicht so tragisch, aber hier muss man das natürlich tragisch machen, damit der Spieler, so wie ich, das kleine Heulen kriegt. Ich weiß nicht, ist halt so. Kennt man ja. Die Tragik im Spiel. Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Hier hat irgendjemand was gezählt. Manchmal frage ich mich so, was ist das denn schon wieder und will es eigentlich gar nicht wissen. Es ist einfach so, ich will es dann gar nicht wissen. Ich frage einfach nur rein hypothetisch. Was ist das denn hier hinten? Entdecke das alte Grab. Oh, wir haben ein Grab entdeckt, Leute. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne? Scheiße, wir sind wieder gelandet. Ich habe immer Angst, aus dem Gräber dann nicht mehr rauszukommen. Und dass das immer so lange dauert mit den Gräbern. Das ätzt auch ein bisschen. Aber müssten wir hinkriegen. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Können wir da auch an der Seite. Lass mal los, Lever. Ja, habe ich gesehen. Ach so, von hier kommen wir hier auch zur Not wieder raus. Nö, rauskommen wir hier nicht mehr. Warum auch? Warum sollte man da rauskommen können? Sind sie einfach für immer und ewig in diesem Grab gefangen? Was?
Sehe ich auch so, wir dürfen jetzt hier nochmal hinrennen. Weil ich zu verpeilt war zu sehen, dass ich da zurückspringe. Warum ist hier eigentlich Licht in dem Grab? Wer braucht das? So. Hoch hier. Hier ist wieder Feuer. Nee, ich brauche jetzt gar kein Feuer. Ich wüsste einfach auch gerne, wo sie wieder rausgeht. Wie komme ich da hin? Ah, okay. So komme ich da hin. Merken, da ist irgendwas. Oh fuck, jetzt komme ich da doch nicht hin. Das geht mir auf den Keks. Das geht mir richtig auf den Keks. Warum kannst du da... Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, geh mal weiter. Jetzt finde ich das doch nicht. So viele Leichen. Oh, ich dachte, du sagst Lara. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte deine Mädchen aus. Sind wir nun in einem Grab oder nicht? Sind wir hier richtig? Hä? Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ergibt Sinn, so... Aber wir können das Lager nicht benutzen, aber wir können eine Notiz lesen, ganz in Ruhe. Das geht. Das ist kein Problem. Wenn wir überlegen, ob das die Notiz war, die wir gerade gesehen haben, aber daran glaube ich nicht. Nee. Nur mal kurz. Sehen wir die jetzt noch? Und vor allem, sind wir hier richtig? Ich verstehe das nicht. Leute... Sind wir hier nun richtig oder nicht? Und woher komme ich jetzt? Ach da. Ist das hier nur eine Grabstätte oder was? Was soll das hier? Ich bin mir unsicher. Wie komme ich zu dieser Notiz da hinten? Ich meine, die liegt jetzt immer noch da. Ich gehe hier mal weiter. Vielleicht finden wir es raus. Ich hoffe das. Und ich hoffe, das ist ein optionaler Weg. Aber es sieht mir bisher nicht so aus. Wow, da sind wirklich viele Leichen. Wow! 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 Dass der uns nicht bemerkt hat. Das ist... Das ist beinahe ein bisschen seltsam. Ich glaube, der wollte uns nicht bemerken. So, wartet mal. Wir können jetzt bestimmt zum Lager gehen. Spottbogen. Aha, Waffe modifizieren. Kuponbogen zu Spottbogen. Was bringt mir das? Was bringt mir denn einen Spottbogen? Bogen. Kriegt mir das überhaupt das? Erhöhter Schaden ist gut. Erhöhter Schaden ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, warum. Erhöhter Schaden, na gut, erhöhter Schaden ist erhöhter Schaden. Hallo. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt erhöhter Schaden, Mensch. Okay, gehen wir hier runter. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind. Meine Güte, sind das viele Leichen. So, das ist erstmal unsere Leiche. Die geht auf unsere Kappe. Ja, tut mir leid, das war ich. So, die Leichen sind nicht unsere. Ah, das ist wahrscheinlich wieder nur so eine Grabstätte. Das Grab muss in den unteren Boden sein.
Ja, sehe ich auch so. Der Aufzug steckt fest. Oh, das wird jetzt schon wieder ewig dauern, bis ich hier durchkomme. Geht mir jetzt schon auf den Keks, aber ich will es ja natürlich machen. Auf damit. Jetzt steckt der Aufzug nicht mehr fest. Oder doch? Ich bin auf der richtigen Spur. Hast du ein Problem mit mir, Aufzug? Hast du mit ein Problem mit mir, Aufzug? Komm, Lea, du hast Wucht. Du kriegst das hin. Komm, du bist wuchtig. Nee. Unter. Ich muss irgendwie da durchkommen. Joa. Manche kriegen es hin mit durch die Tüten. Nee, kriegt Lara natürlich nicht hin. Oh, fuck it. Wieso kommen wir... Oh, Mann. Ich habe hier keine Lust drauf. Hier hänge ich wieder schon wieder so ewig. Das ist das Problem. Ansonsten hätte ich ja Lust auf Grabstätten. Aber wenn du dann so ewig und 5 Tage hängst, hast du dann einfach keinen Bock mehr. Ach, hier. Aha. Haben wir dann doch geschafft. Ohne... Doch. Wir brauchen die Tür. Joa. Wow. Warte, da war was. Ach, jetzt geht's doch. Warum ging das da eben nicht? Fragt mich nicht. Ganz plötzlich geht es. So, warum steht da eigentlich eine 2? Verstehe ich nicht. Hä, Moment, das ist ja... Hä? Ich bin verwirrt. Die Tür kriege ich natürlich nicht auf. Nee, warum auch? Aber die Tür kriege ich auch. Wozu brauche ich denn die Tür? Ich bin verwirrt. Man merkt es bestimmt kaum. Aber hier geht's hoch. Ach so. Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Was, du musst 3 lockern? Was musst du denn lockern? Die 3? Ich bin mir nicht sicher. Nee, Moment, jetzt kommt das Ding hoch. So, hier sind Leichen, die können uns, glaube ich, können ja die ganzen Leichen auf den Aufzug stellen. Dann hat es auch mehr Wucht. Dann ist die Wucht gewaltig. Die Wucht der Leichen. Warte mal. Das will ich eigentlich ganz gerne haben. So haben wir eine 4. Das heißt, wir können hier auch die 4 anknipsen. Komm, knips mal die 4 an. Gibt's da noch eine 5? So mal nur für Testzweckmäßig. Vielleicht braucht man es ja. Wie willst du denn die anderen Teile lockern? Hier irgendwie? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich tun soll. Nee, ich bin mir ganz und gar nicht sicher, wie komme ich denn da hin? Ach, wartet mal. Es gab ja bei diesem Aufzug diesen tollen Leerraum, den es jetzt natürlich nicht mehr gibt. Hä? Hier gab es doch gerade einen... Ach so, das war... Ja, doch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Man merkt es bestimmt kaum. Da ist eine Kletterwand. So, wartet mal. Da falle ich hier direkt gleich wieder ich runter. Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja. Ich muss doch 3 lockern. Dann sag mir auch bitte, wie man die lockert. Dann kann ich es doch gerne tun, ne? Da oben, die muss ich lockern. So, wenn du mir auch sagst, wie man da rankommt, dann mache ich das gerne, Lara. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gerne mache für dich.
Also, warte. Nee, ich verstehe nicht, was sie hier mit drei Lockern meint. Was bringt mir die Leiter hier? Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich wüsste bloß gern, wie. Ach so, wartet mal. Ich glaube, bei M habe ich es soeben rausgefunden. Können noch eine Weile dauern. Ich glaube, es dauert den ganzen Part und den nächsten auch mit. Nicht nur, weil der Part jetzt zu Ende ist, sondern halt, weil es einfach auch aus Prinzip, ne? Und natürlich, weil es so viel Spaß macht, solche Rätsel zu lösen. Wow, also man freut sich immer richtig, wenn man so viel weiterkommt in dem Part. Und ich denke, das Zuschauen macht da auch sehr viel Spaß. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr trotzdem ein bisschen zu Spaß hattet beim Zusehen, meinte ich eigentlich. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, dann bis zur nächsten Folge hoffentlich und ciao.